Sei mir nicht böse, aber für das, dass das bloß ein Plüschi sitzt, ist das jetzt nicht wirklich sinnvoll, da unsere guten Sättel zu verwuschen. Na gut, wie viele Sättel brauchen wir? Rein theoretisch ein. Nein, viele. Wir haben viele Pferde verloren durch diesen Mod, wo die in der Kiste waren. Das waren locker 10 Pferde. Nee, das meine ich jetzt nicht. Wie viele Sättel brauchen wir an sich jetzt für unsere Reittiere? Ja. Das meine ich. Da mal. Oh, Kekse. Oh. Oh Gott. Okay, dann haben wir oben unseren Friedhof der Kuscheltiere, genau. Die Steine habe ich dir hingeschmissen, hast du gefunden, oder? Sind in der Kiste. Wo ist meine Schaufel denn? Ach, du hast natürlich wieder extra Steine genommen. Meine Steine waren dir wieder nicht gut genug. Nee, ich hatte noch Steine in der Tasche. Hast du eine Schaufel für mich? Ich habe gehört, Du hast gehört, da hat jemand irgendwie zu viele. Ja. Ah. Hä? Da sind gesteckte Eichenschaufeln? Wie seit wann geht das denn? Das geht da. In dem Rucksack. Jetzt nimm halt die da schon da liegen. Mensch. Welche nehme ich jetzt? Ja, nimm. Ich kann mich nicht entscheiden, das sind zu viele. Soll ich die... Ich hab doch eine Schaufel. Meine Fresse, ich hab dir 4 Stück hingeschmissen. Was ich euch mit so vielen Schaufeln? Ich hab doch gar nicht... Ich hab gar keinen Platz dafür in der Tasche. Ja, benutzen. Du musst doch hier terraformen, Mensch. Ja, ich bin ja schon dabei. Und hinter dir ist der Rucksack. Ja, ich hab da gerade die Schaufeln in die Werkbank geschmissen. Oh. Ich hab's. Nein, ich wollte eigentlich mal ein bisschen Platz in der Tasche machen, damit ich da wieder ein paar Sachen rausnehme. Mann! Hier ist der Create-Rucksack. Mensch. Jetzt wollte ich mit dem Create-Rucksack. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich mir schon einen Create-Rucksack gebaut habe. Ja, habe ich. Ja. Ich habe sogar noch mal eine French gebaut, nur damit es den da anzeigt. Eine French? Ich habe jetzt insgesamt 3 Frenches mit der, die du hast. Also, ja, das ist deine jetzt, aber also ich habe auf jeden Fall noch 2. Eine hier in meinem Köfferchen und eine da am Rucksack. Damit man sieht, dass das mein Create-Rucksack ist, ne? So. Da dreht sich, das Ding dreht sich sogar auf dem Rucksack. Wie? Das Zahn? Ja. Oh Mann, ist das bescheuert. Ja. Das ist schön. Bescheuert ist immer gut. Ja. Vor allem bei uns zwei. Ja, sowieso. Oh, ich leg mich mal schlafen, du. Okay, ich komme auch. Ah, ich hab's auch noch reingeschafft. Es ist schon lustig irgendwie mit dem Rucksack. Ja. Schön. Weil er gerade angestrahlt wurde von der Sonne, ne? Hat's ganz so gut gepasst. The Holy Backpack. Ja, genau, the Holy Backpack. Ach ja, stimmt, dann habe ich ja für alle noch die Handtäschchen gemacht, ne? Schminktorenkoffer. Ja, genau, die Handtaschen, richtig. da hat jeder einer bekommen. Schminkköfferchen. So, genau, hier ist so ein Peters Zweig. Ich weiß jetzt auf jeden Fall von 4 oder 5 Toten, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, du. Meinst du, das reicht? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, wo er vom Zombie erschlagen worden ist und 2-mal ist er, glaube ich, ins Loch gefallen. Ja, gut, das sind auf jeden Fall ein paar, ja. Jo. Ich glaube auch, du. Oh, ich bin gerade falsch in Hülse, ich war echt Trottel. Hätte ich ja gar nicht diese Leine. Hier ist die Leine nach. Hier muss ich hier erst ziehen. Die Leine danach. Er zieht sich eine Leine, alles klar. Dann ist er allein. allein. An der frisch gewaschenen Wäsche geschnuffelt hast und dann wirst du gesagt, oh, geiler Stoff. Ich glaube, ich darf nichts mehr sagen, was ich nebenbei mache, verdammt. Das war so. Was war das? Sind die Socken gewaschen oder was war das? Nee, das waren keine Socken. Das war, glaube ich, ein T-Shirt von meiner Tochter. Ja, genau. Da warst du nicht sicher, ob es Frischwäsche ist oder ob sie wieder ihre... Also, ob sie nicht wieder, aber ob sie ihre dreckige Wäsche vielleicht auf die Frische geschmissen haben. Ja, genau. Ja. Ah, das war schon lustig. Und dieses... Oh, geiler Stoff.
Das werde ich nicht so schnell vergessen. Was habe ich nur getan? Ich weiß es nicht. Nein, du schmeißt mal da. Was denn? Ob Peter schon zwei Blöcke hochspringen kann? Ich glaube nicht. Du bist ganz schön gemein, weißt du das? Ich weiß es nicht, ob ich habe nicht mehr gefragt beim letzten Mal. Wir haben es auch nicht mehr ausprobiert. Er kann mit Sicherheit noch keine zwei Blöcke hochspringen. Ist ja für keinen Stauch stehen, du. Also du hast jetzt so gemacht. Genau. Und dann können wir dann rein theoretisch an unsere Gräber noch überall Tülpchen oder so hinmachen. Ja, wir haben auch noch die Bodendecker von. Also Cherry Blossom Biome. Bodendecker, ja. Ja, 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 ja. Die sind richtig schön ruhig und passen vielleicht wunderbar zu deinen Gräbern. Ich weiß nicht. So. Da habe ich die Treppe hochgemacht. Ja, aber die Teile wollte ich unter anderem benutzen und vielleicht noch ein paar Kerzen oder so. Das wäre eigentlich auch geil. Stimmt, Kerzen, das könnte ich gleich auch mal machen. Fäden und Wachs. Ja, das mache ich, weil ich meine, ich kann dir jetzt beim Terraform nicht so wirklich helfen und es ist. Du kannst mir aber sagen, wo die Treppe hin soll. Welche Treppe, du? Die nicht die Ebene. Weil ich da, hier haben wir echt schon eine Mauer drin, du. Ich hätte gesagt, du machst bei Peter eine und bei dir eine und dann läuft der Weg oben wieder zusammen Richtung Kapelle. Ich wollte gerade sagen, Richtung Trichter. Wir können ja auch Richtung Trichter werden, das ist kein Ding. Wir brauchen einen überdimensionalen Trichter. Oh Gott, warum sollten wir einen überdimensionalen Trichter bauen? Weil wir es können, oder? Ja, logisch, eben. Gott, okay. Wir haben auch einen überdimensionalen Kuhleib von innen, der halb verwegt ist, gebaut. Stimmt. Ja. Das schmeiße ich weg. Was ist das für ein Kacke? So. Jetzt habe ich es einfach entsorgt. Nein. Doch. Oh. Okay, also dann mache ich mal Kerzen. Was für Farben hätten es denn gern? Eigentlich ist mir alles recht. Du kannst ja einmal querbeet mit der Farbe gehen. Okay. Was man leider nicht machen kann, ist Farben mischen. Beziehungsweise eine Kerze blau, eine Kerze gelb und so. Ja, das weiß ich. Das ist leider ein bisschen schade, aber. Ja, das weiß ich leider. Kerzen, okay. Man braucht sowieso zuerst immer die weiße Animal Fat. Woher kriegt man Animal Fat? Can be scaven get from some dead animals. Das finde ich euch. Habe ich mir auch gerade gedacht. Das habe ich mir auch gerade gedacht, du. Kann man das essen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ja. Dann machen wir uns da jetzt mal ein paar Kerzen. Zack. Habe ich 64 Kerzen gemacht. Hatte ich da nicht schon irgendwo mal welche einsortiert? Also 64 Kerzen reicht doch für nicht. Eichenholz, okay. Was ist das? Ein Schwarzeichenholzknopf. Blockiert hier unseren Keller. Was ist das? Vielleicht habe ich den reingeschmissen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Zäune kann ich mitnehmen. Das sind, glaube ich, die. Genau, das sind die Zäune, die ich von unserem Ding habe. Oh, die wären auch noch was. Konnte man die positionieren? Nein, die konnte man nicht positionieren. Schade. Was war das? Maple Fruit Lock. Ach, das war der Scheiß. Grobe Erdstufe. Das warst auch du. Das pinke Bett war der Peter. Das pinke. Oh, die ist ganz viel Kupfer. Zwei Stück Kupfer, du. Oh. Da hatte ich eigentlich ganz schön wenig. Da ist noch eine Fichtenholztür, die nehme ich auch mit, weil da habe ich nämlich noch eine in meinem Baurucksack. Dann habe ich nämlich schon zwei im Baurucksack, sehr schön. Ich kann jeden Scheiß brauchen, du. Ja, ich merke schon, du steigst dich komplett voll damit, du. Das sind die Bäume. Warte mal, die Bäume können wir doch dahin machen. Und dann den Bananasapling. Und dann habe ich, glaube ich, unten noch... Banana in Pyjamas. Sind lustig anzusehen. Bananas in Pyjamas. Oh Gott. Warum? Warum? Du hast damit angefangen. Nee, hast du nicht. Doch, du hast mit Bananen angefangen. Aber du hast das Lied angefangen. Ja. Da sind noch Spiderweb-Früchte. Da sind noch Cinnamon. 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 Nix Pokémon. Cinnamon. Okay.
Halt, nein, das war ja hier unten. Oh Gott. Ich werde den da unten. Nein, Oh. Ich kann kein. Da machen wir Planks draus, dann hat sich das auch. Planks! Planks! Okay, und den einen Knopf schmeiße ich weg. Meine Fresse, schmeißt einer einen Knopf rein. Ich hoffe, dass der Knopf dich jetzt nicht diskriminiert fühlt, weil er nicht da sein darf. Jetzt ist es schon rum. Das hat er jetzt schon verkackt. Okay, dann brauchen wir jetzt, glaube ich, Farbstoffe, oder? Und dann kann man die Katzen, glaube ich, einfärben. Genau. Okay. Dann machen wir mal. Okay. Wir hatten mal irgendwo Kerzen. Ich glaube, wir haben mal welche aufgesammelt. Das waren, glaube ich, lila Kerzen in dem Turm. Ja, wir haben überall. Stream. Irgendwie überall welche aufgesammelt. Das ist durchaus möglich. Wo haben wir die hingeschmissen? Ich glaube, bei mir irgendwo in der Kiste. Ja, oder bei mir irgendwo in der Kiste. Ich glaube, wir haben die sogar beide noch irgendwo irgendwie. Ja, ja, irgendwo verteilt, ne? Genau. Irgendwo. Irgendwann. Oder man singt's dann hier mit. Irgendwann. Mit der zugekniffenen Nase. Okay. Das klang überhaupt nicht bescheuert. Ja, ich weiß. Ich kann auch Treppen bauen, verdammt. Aus welchem Material baue ich die Treppen eigentlich? Hier die, Stein, Bruchstein und Steinziegel? Woher soll ich das wissen? Bin ich Jesus? Ja, weil du die. Ja, du bist Jesus und ja, du hast Latschen an. Ich kann tatsächlich im Winter über Wasser laufen. Ja, dich. Echt? Wow. Das kann ich nicht, du. Nicht schlecht. Nee, weil du die Stufen hier hoch zu Peter und mir ja auch mit Stein und Bruchstein und Stein. Ja, der liegt unten in der Schublade, würde ich gerade sagen. Ja, gut, dann vergreife ich mich mal an deine Schublade. Er liegt unten in der Kiste. Also in dem Fass. Ich gib fast den Boden aus. Nee, bei dem Fass glaube ich nicht, du. Wir haben doch bodenlose Fässer. Das ist richtig bodenlos mit den Fässern, du. Jo, das stimmt, wir sind bodenlos. Ja. Und da wird mir jetzt noch ein anderer Spruch einfallen, aber den. Nee.